Ich lieb Nico Sommer, der ist so. Du hast eine Kühltür, ich habe Kühltür. Ah, was tun sie da? Die weiße Antwort auf Michael Jordan, Alter. Olaf und die geheime Fabrik. Ich bin ehrlich, das muss wirklich wieder ein Album werden, wo alles so auf Comedy getrimmt ist. Ne? So als Kontrast zu dem sehr, sehr stark politischen und gesellschaftskritischen Album, das jetzt rausgekommen ist, müsste das eigentlich so sein. Ist ja wie, vor allem ist es ein KZ und Titel. Ne? Die sind immer, der ist genau wie der mit der Bordellrechnung, wahrscheinlich auch sehr ironisch. Ich freue mich. Ich hoffe wirklich, es wird wieder funny. Übrigens hier oben, das neue Eminem-Album, sehr zu empfehlen. Sehr krasses Teil. Ich war skeptisch, ich habe gedacht, ich würde es nicht mögen, aber dann habe ich es gehört und ich konnte nicht anders, als es zu mögen. Es ging nicht anders, ich war wehrlos. Ich bin ein Opfer. Also dann, Olaf und die geheime Fabrik, let's go. Leerer Waggon in der S1, so ein Penner quatscht mich an. Also ich glaube, er ist ein Penner, weil nur Penner sowas machen. Einen einfach anquatschen, so als würde man sich kennen. Und naja, er riecht doch etwas streng, warum sagt man eigentlich Penner? Boah, da habe ich auch so eine geile Anekdote, ne? Ich, manche wissen es vielleicht, ich hatte gerade vor so 2 Jahren noch sehr, sehr große Probleme mit einer Sozialphobie. Und um die abzutrainieren, macht man kognitiverweise es natürlich so, dass man mit fremden Menschen redet, um zu wissen, dass diese ganzen Ängste, die man im Kopf hat, in den aller seltensten Fällen bestätigt werden. Das heißt so, andere Menschen mal kurz anquatschen und reden, vielleicht mal ein paar Komplimente loswerden, ist in den meisten Fällen was wirklich, wirklich Gutes. Viele denken genauso, wie Maxim es hier gerade anspricht am Anfang. Beat ist interessant, ist auch relativ straightforward. Ich mag den Mix, ist alles sehr Trap-lastig. Ich finde diesen Düdü-Sound im Hintergrund sehr, 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 sehr witzig, weil der irgendwie in jedem Sample-Pack mit drin ist. Ich glaube nicht, dass sie viel pennen. Er sagt, ich würde ihn an jemanden erinnern. Ich bin abgelenkt, zähle seine Finger. Das sind mehr als 10. Ich würde ihm ähnlich sehen, sagt er weiter. Ich so, wem? Und er fängt an zu erzählen von Olaf und der Geheimfabrik. Ich filme ihn undercover, was für ein geiler Freak. Plötzlich geht mein Handy aus. Er sagt, du nimmst mich nicht ernst. Was ist das Erste, woran du dich als Kind erinnerst? Okay, ich beschreibe ihm die Spielplatzsituation. Und er spricht alles mit Lippensynchron. Was soll die Scheiße? Ist das ein Zaubertrick? Die Story kenn nur ich, wie hast du das rausgekriegt? Doch der Fixer grinst nur wie ein Irrer. Und im ganzen Waggon fangen die Lichter an zu flimmern. Ich kann nicht reagieren, als er das Messer zückt. Er rammt es in meinen Arm, doch ich merke nichts, kein Blut, nur paar Funken. Ich seh Kabel und Platinen. Er nimmt mich in den Arm und sagt, wir sind Androiden. Die nächste Stufe der Evolution. Der Übermensch von Nietzsche ist kein Inzest-Aria, sondern eine Maschine. Das ist das Happy End der Menschen. Finde ich übrigens schön, dass er das Inzest noch vor den Aria dranhängt. Das war so schade, ne? So, also Nietzsche ist ja auch einer von den Opfern der wissenschaftlich missbrauchten NS-Ideologie, die sich so sein Konzept des Übermenschen genommen haben und es aufs Schlimmste bastardisiert haben. Und finde ich aber schön, dass er Maxim so wenigstens als lustige Punchline nimmt, dass der definierte Übermensch Androiden sind und eben kein Bastard-Arier. Wunderschön formuliert. Auch wenn natürlich die ganze Story komplett Banane ist, ne? Das ist jetzt so, fährt so ein Terminator-Film, der ist irgendwie aus der Zukunft, kennt Maxims Geschichte. Schätzgeschichte, lass uns ein paar ausstopfen und ein Denkmal errichten. Für diese liebenswürdigen Dinosaurier, die den Komet am Himmel bewundern wie ein Feuerwerk. Der geneigte Hörer fragt sich an dieser Stelle, was der Text gerade sollte. Wo ist die Message, die Pointe, die erbauende Moral, der künstlerische Twist, die poetische Wahrheit, die Sinn im Leben gibt. Du fragst dich, wann hört er endlich auf? Es ist okay, wenn du nebenbei ins Handy schaust. Da frage ich mich auch, wie lang dieser Part eigentlich ging, ne? Ist jetzt einfach ausgefadet. Es kann sein, dass er noch ein bisschen gerappt hat. Hat sich auch, finde ich, vom Text, von der Ausarbeitung noch nicht so angehört, als wäre das Final. Also, der hatte noch ein paar Ecken und Kanten, war an manchen Stellen vom Flow her ein bisschen vorsichtig. Wahrscheinlich, weil es eben noch eine sehr, sehr frische Version war. Aber weil der Text halt so doof und nichtssagend ist, wie er ist, haben sie wahrscheinlich drauf geschissen, das weiter zu überarbeiten. Schlachtet den Säugling. Boah. Blut auf dem Altar. Freimaurer Tempel. Illuminati. Schwören Dämonen, ziehen uns einfach Mesopotamien. Ich mag das Sample sehr, sehr gerne. Ich hätte es aber cool gefunden, wenn der eine tiefer gepitchte Teil nicht dabei gewesen wäre bei dem Loop hier. Also, dass das nur dümm, dümm, dümm ohne das dümm geht. Weil ich finde, irgendwie gibt das dem Ganzen dann wieder so ein... Muss man sich wahrscheinlich da mehr dran gewöhnen. Es klingt dann etwas fröhlicher, als wenn das Sample einfach nur durchläuft ohne diesen Wechsel im Pitch. Aber generell, das Drumset ist ballt ordentlich nach vorne und zusammen mit dem Sample geht das richtig ab. Freimaurer Tempel, Illuminati,
beschwören Dämonen, beziehen uns einfach Mesopotamien. Uralte Götter fordern ein Opfer, Illuminati, mächtige Menschen feiern die Messe, nackt um das Feuer, Regierung und Wirtschaft unter Kontrolle, blutige Orgie, nachts auf dem Blocksberg, Illuminati fordern. Tarek liebt es auch, mit seiner Stimme zu experimentieren, ne? Der kam live so böse. Ach, die haben das, stimmt, die haben ja schon gespielt, ne? Also ich glaube auch, so ein Song geht wahrscheinlich live richtig, aber allein, weil das Drumset schon so gut schiebt. Tarek liebt es, mit seiner Stimme zu experimentieren. Auch bei den letzten Alben schon. Aber ich glaube, gerade bei diesen, ich nenne sie mal Promo-Alben, hat das irgendwie so richtig, er mag es auch zu schreien und so interessant zu flowen und so. Und ich hab ja auch gehört, dass der sehr, sehr viele Takes macht in der Booth, bis er einen hat, der ihm gefällt. Und das macht Tarek ja auch so ein bisschen aus. Und ich glaube, so kommt auch so ein Soundbild zustande. Wenn er so schreit, ist mir auch aufgefallen, legen sie häufig gerne so ein richtig fettes Delay auf die Stimme. Also, wenn man mal sich das mit Kopfhörern anhört, muss man mal auf das Echo achten, was da kommt. Vor deiner Haustür wartet dein Van. Pass auf, wie du redest. Auge des Horus, die Pyramide. Illuminati sind hohe Priester, 18. Grades, im Zeichen der Ziege, okkulte Symbolik, geheime Elite, Illuminati, uns gehört Disney und Universal und Coca-Cola. Hitler war einer, Napoleon war einer. Illuminati, oh, das Sample ist geil. Illuminati, 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 Illuminati. Boah, es bangt, oder? Das geht gut ab. Wusste ganz kurz nicht, was ich davon halten soll. Also, erst kam ja der Beat-Switch, ne? Also, das Sample hat auf einmal höher gespielt und ich glaube, es kam Streicher noch dazu. Oder irgendwas anderes, was auf jeden Fall noch mehr Harmonien gespielt hat, die das Ganze dann so ein epischeres Feeling gegeben haben, weil die Akkorde dem Ganzen natürlich noch einen gewissen Vibe gegeben haben, der die Melodie dann anders steuert. Das ist ja eigentlich nur ein Schrei von Tarek, der dann gepitcht wurde durch das starke Tuning. Da wusste ich am Anfang nicht, wie ich das fühlen soll, aber dann fand ich es doch schon ziemlich, ziemlich geil. Ganz kurz, ich bin selber Rapper und ich mache auch Musik, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn du mal hier auf Spotify klicken würdest oder da oben auf den Link, denn dann kommst du zu Songs von mir und kannst mich ein bisschen unterstützen, was natürlich mir zugute kommt und was mich sehr freuen würde. So viel von mir und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Mit Pool auf einer geheimen Insel. Wie viele Models wurden hier wo... Hä? Es geht auf einmal jetzt vom Drumset in Richtung Drum and Bass. Auf einer geheimen Insel. Wie viel Models wurden hier wohl schon vom Rand geschubst? Und welcher Platin-Rapper hat dir schon mal reingepinkelt? Frag ich mich, während ich beim Schwimmen etwas Wasser schluck. in diesen Laken war bestimmt mal Samen von einem internationalen Megastar drin. Ich häng ab mit einem Fußballer. Wir teilen uns die Frau und den Uhrmacher. Auf meinem Handy Fotos von einem Promi. Wir teilen uns die Frau und den Uhrmacher. Das ist eigentlich auch ganz nice. Promi, sage zum Friseur, mach mich so wie er. Wenn ich komme, ist plötzlich kein... Ja, wenn die rumspielen mit ihrer Delivery, ey. Ist ja nicht nur Maxim. Also wirklich, Tarek jetzt auch. Der hat gefühlt die Fresse richtig locker bei dem Song. Und auch die Betonung, ne? Dies bringt mich zum Friseur. Und so. Interesting. Kein Tisch mehr reserviert, mein Chirurg so gut man könnte denken, nichts mehr operiert. Illuminati, 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 überall, Illuminati, überall, Illuminati, ah. Illuminati, überall, Illuminati, Illuminati, Illuminati. Six von meinen Pinstripes, ich packe Ringside, hab viel durchgemacht und red nicht von der Kindheit, krieg Dudes von der Baerbock. Die haben auch beide sehr, sehr viel Distortion, also alle drei haben sehr, sehr viel Distortion auf der Stimme, also Verzerrung, die schon fast so klingt, als ob die Aufnahme nicht so clean wäre, aber es liegt halt einfach nur wirklich, wirklich viel, viel drauf. Ich finde, bei den anderen ging es auch, bei Nico ist es schon relativ viel, zumindest beim Anfang. Das trägt halt dazu bei, dass das Soundbild sehr, sehr gritty und schon sehr, sehr rau klingt an manchen Stellen, was aber irgendwie zum Vibe passt. Im Bäucher per Airdrop, fütter den Bull in meinem Keller mit Knoblauch und Kreuzkümmel, Feinschmecker, Tremrock. Rock One, tritt mit P1 unterm Zapfahren, pull up im Royce wie der Backwahn. Jacke von Gucci, Döner von Kaplan, Glatze von Papa, Rücksichtslosigkeit von Mama. Grüße gehen raus aus Stana, geh mir weg mit dem Bacardi, ich trinke nur rum aus Havanna. Badeschlappen mit Stein. Das klingt alles noch so roh und unpoliert, oder?
Kappen auf der Fashion Week mit mehr Schnee als K1 und Emery. Lederhosen wie Advanced Chemistry. Ich rede Englisch mit Stephanies. Hauptschlagadern sowie Gartenstäuche. Übertätowierte Hakenkreuze. Shut up and take my money. Ich unterschreibe den Vertrag gleich heute. Illuminat! 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 Überall! Illuminat! Überall! Illuminat! Überall! Illuminat! Unter euch! Illuminat! Fett! Illuminat! Überall! Illuminat! Unter euch! Illuminat! Überall! Illuminat! Überall! Illuminat! Überall! Illuminat! Unter euch! Illuminat! Herr Fett? Der Song geht gut ins Ohr. Oder? Nee, da geht schon böse, da geht schon böse. Als nächstes Familienfeier. Witzig, ich habe wirklich bei Olaf und die geheime Fabrik, habe ich wirklich gedacht, da kommt jetzt so ein richtiger, was man muss Fan geben bei der Arbeit, viel Spaß noch. Danke dir. Viel Spaß auf der Arbeit morgen, schlaf gut, wir sehen uns. Mach's gut, kannst dir ja irgendwann die Wiederholung reinziehen oder so. Ich habe halt gedacht bei Olaf und die geheime Fabrik, dass da jetzt wirklich so ein bisschen was gemacht wird mit dieser U8-Geschichte. Ich bin mir aber sowas von sicher, dass das nie wieder angesprochen wird. Nie wieder. Und das jetzt einfach so der größte, dümmste Joke war. Und man denkt, dass das irgendeinen Sinn hat, aber hat es halt nicht. Es ist einfach nur doof. Und irgendwie finde ich das, das ist halt ziemlich, ziemlich witzig. Okay, aber genau das habe ich auch gewartet. Doofe, zusammenhangslose Scheiße. Wobei ich sagen muss, bisher ist es noch gar nicht so asozial, wie ich gedacht habe, wie es wird. Aber das kann ja noch werden. Dann, Familienfeier. Let's go. Auf der Familienfeier haben sich alle gerne. Auf der Familienfeier gibt's kein Streit ums Erbe. Auf der Familienfeier gibt's kein Ukraine-Konflikt. Oma liegt sich in den Armen zu 70er-Hit. Ich könnte sterben. Das ist jetzt wieder so ein Thema, wo ich viel zu gut mitreden könnte. Vielleicht, ich überlege mir es noch, ob ich es mache. Aber sagen wir mal so. Von einer gewissen Familienseite aus von mir gibt es ebenfalls gewisse Familienfeiern, wo ich gewisse politische Themen lieber nicht ansprechen will, wenn ich nicht das Bedürfnis verspüren möchte, mein wunderschönes Leben etwas zu verkürzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil, wenn man solche politischen Themen anspricht, dann die wildesten Schwurbler-Manifeste auf einen zurückkommen. So viel dazu. The Beat ist cool, Four on the Floor Kick, also es ist wieder in Richtung Partybanger, EDM, irgendwas in der Richtung, geht gut ab. Ey, alle bringen was mit, Brigitte macht deine Quiche und reift seinen Nudelsalat, den mal wieder keiner isst. Die Eltern sind geschickt. Interessante Harmoniefolge. Dum 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 dum. Weiß ich gar nicht, was das für eine Kadenz ist, aber ist unüblich, die zu hören. Es ist, also habe ich zumindest lang so in der Form nicht mehr gehört. Schiebt gut nach vorne mit den Drums auch, ist geil. Auch hier klingt die Vocal wieder ein bisschen roh, also nicht so extrem ausproduziert wie auf dem Hauptalbum, finde ich persönlich jetzt. Aber wie gesagt, vielleicht soll es auch einfach so sein. Ich merke auch, dass also der Maxim ist ja auch ein bisschen tonal melodisch unterwegs, jetzt nicht, er singt jetzt nicht, aber gerade am Anfang merkt man das schon, es ist mehr gerufen als gesungen, aber normalerweise haben die Jungs da trotzdem so ein bisschen Tune drauf und in dem Fall eher weniger, also da wurde weniger getuned und ich finde, das hört man auch. Ey, alle bringen was mit, Brigitte macht deine Quiche und reift seinen Nudelsalat, den mal wieder keiner isst. Die Eltern sind geschieden, aber leben nicht im Frühjahr, sehen aus wie alte Freunde und lachen heute drüber. Die Männer gehen zum Grill, die Motten in das Licht, mit nem Bierchen in der Hand. So unterhält man sich über kontroverse Themen, doch bleibt immer sachlich. Und dass Opa nicht Schokokuss sagt, war nicht Absicht. Auf der Familienfeier raffen schön sich alle zusammen. Auf der Familienfeier gibt es einen Waffenstillstand. Auf der Familienfeier lerne ich auch was über mich. Und man liegt sich in den Armen zu 80er Hit. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Hast du ein Soundbild, Alter?
Also ich meine, da ist ja rechts dieser Sound, der macht, und auf der linken Seite ist der Lead-Synth, der diese Melodie spielt, dieses und beide sind von der Tiefenstaffelung, von der Räumlichkeit relativ trocken. Also da liegt vielleicht ein leichter Hall höchstens drauf oder ein Slap-Delay oder so, weil das zumindest klingt, als wäre das noch ein bisschen gedoppelt oder irgendwie so, aber trotzdem ist es so, dass das relativ trocken und ungewohnt anders klingt als eine ausproduzierte Produktion. Was nicht heißt, dass es nicht ein gewisses Produktionslevel hat, aber es sind einfach gewisse Kleinigkeiten, die einem schon auffallen. Feier auf der Familienfeier. Ja, auch vom Beat und so, das klingt irgendwie alles nicht so fett und so breit und so sauber aufgeräumt, wie man es gewohnt ist. Nach zwei, drei Gläschen Likör fuchtelt Florian mit den Händen und sagt, walla, ich schwör. Mama fragt, wie meine Band... Vor allem Florian. ...Band heißt und ich sag KIZ. Sie fragt, kannst du davon leben? Ich sag, ja, läuft gar nicht schlecht. Caro trägt jetzt Kopftuch, weil sie konvertiert ist für Sinan. Bertram findet, dass sie jetzt bisschen aussieht wie ein Ninja. Mein Großonkel Ulf guckt meine Tochter an und erstaunt. Er sagt, die Jessie ist ja inzwischen eine richtige Frau. Ich bin etwas länger auf Klo wegen dem Chili con Carne und verpasse die Schlägerei zwischen Willi und Arne. Auf der Familienfeier hatte ich ein Gläschen zu viel. Sehr gut. Auf der Familienfeier hab ich meinem Onkel verziehen. Auf der Familienfeier hat mich Papas Freundin geküsst und man liegt sich in den Armen zu 90er Hits. Ja. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Fand er gut. Auf der Familienfeier. Zeig, was ich hab. Ein paar... Da ist er wieder. Die Rückkehr des durch die Scheibe Boxer, aka des durch die Tür Gehers. Geil, Alter. Nico kann diese abgeranzte Berliner Schnauze so unfassbar gut. Ich liebe ihn dafür. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Maxim deswegen so in der Booth abgeschmiert ist eben gerade. Holy fuck. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier. Auf der Familienfeier, zeig, was ich hab. Ein paar Rieseneier, ich fahre vor mit dem Quad. Ne neue Frau aus Kambodscha, hier kennst du Angkor Wat. Schatz, wir haben nur was mitgebracht, hier ein Panzer aus Hack. Nee, das ist ein Nasenbierchen groß, das ist doch kein Rauschiff. Mensch, wie geht's dir, Markus? Immer noch die Jahrhundert? Nur weil du nie gefickt bist, Inge, brauchst du hier nicht wollen. Wir sind Mann und Frau, wir dürfen rummachen, wie wir wollen. Auf der Familienfeier. Geil. Auf der Familienfeier. Stark, auf der stark. Familienfeier. Das ist ziemlich feier. Auf der Familienfeier. Was sagt er denn? Auf der Familienfeier. Die dafür eine Stimmung in der Booth hatten. Ziemlich feier. Auf der ziemlich feier in der Familienfeier. Der Familienfeier. Das kenne ich so auch, Alter. Ich liebe das, wenn so Sessions passieren. Ich mag wieder. Geil. Geil, wirklich. Nice. Richtig, richtig nice bisher. Es gefällt. Es gefällt sehr. Gerade vom Vibe her haben sie es halt so gut getroffen, ne? Also wirklich, das kann man ja wirklich richtig, richtig gut relaten. Also ich zumindest. Ich kenne das. Gut, ich kenne jetzt nicht so den Stereotyp, dass da so ein Prolet mit dabei ist, der so die ganze Zeit aufs Ekligste angibt oder so. Das jetzt in dem Fall nicht. Aber auf jeden Fall, so der Rest haut richtig gut rein. Gut, 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 dann komme ich jetzt nicht mit anekdotischer Evidenz, sondern wir gehen direkt weiter in Backstage. Ey, das ist krass, wenn man anfängt. Darf ich in den Backstage? Den Backstage. Hinter einer schwer bewachten Tür mit unserem Emblem gibt es einen Ort, an dem noch Wunder geschehen. Der Backstage. Eine unfassbar funkige Gitarre. Ist sehr interessant.
Backstage, hinter der Tür ist ein Leuchten, du spürst, dass du schon... Aber auch da wieder vom Mix, ne? Die Vocal ist viel zu laut und der Beat eigentlich viel zu leise. Guck mal, hier warst in deinen Träumen. Ein Frauenlachen, ein Korkenknallen. VIP-Pässe um den Hals wie Goldmedaillen. Ein Ort ohne Zeit oder Reue. Okay, vielleicht nicht viel zu laut, aber schon, also ist schon so ungewohnt. Der Beat kommt nicht so, wie er kommen könnte. Hier gibt es keine Fremden, hier gibt es nur neue. Genieß die Gastfreundlichkeit, Plastikbecher mit Champagner für ein Jahresgehalt. Ich bin im Kokon, wenn ich im Backstage bin. Erst vor den Scheinwerfern werde ich ein Schmetterling. Siehst du das Licht? Hörst du die Musik? Nimm dir, was du willst. Es ist alles for free. Hier ist dein Pass. Lass dich umarmen. Willkommen zu Hause. Endlich bist du da. Die Harmoniestimmen sind auch so richtig außer Kontrolle, ne? Die sind gefühlt überall und irgendwie gar nicht richtig gestaffelt und ähnlich laut und so. Ah, ich mag die Melodie sehr gerne. Dö, 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 im Backstage. Erinnert mich auch an irgendeine andere Melodie von KZ. Da, 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 da. Bisschen am Bergheinschlange vielleicht. Der Chor ist trotzdem cool. Musst du wirklich Acker morgen? Hier ist dann noch Party. Hol dir einfach eine Krankschreibung von Dr. Archie. Komm, wir lassen dir den Arm verbinden von einem Sunny. Legen da die Drunken Masters auf? Stani, lass die Deckung fallen. Du bist Stani, Alter. Ich liebe diesen Sprech. Du bist jetzt Familie. Hier hinten können wir alle fliegen. Es gibt nur Liebe und Endorphine. Die Vögel zwitschern. Da hinten schwimmen Delfine. Ja, halt dich einfach an der Grippe. Ja, Mann, so ein Paradies, Alter, der Backstage, Alter. Ich lieb das so, dass die über diesen Backstage-Mythos, wie sich jemand, der den Backstage nicht kennt, halt wie sie den aufrechterhalten. Wahrscheinlich ist das auch so. Wahrscheinlich haben die so oft auch von anderen Leuten gehört, boah, Backstage muss heftig sein. Und denken sich selber so, hä, da ist doch nix. Dass die sich so denken, okay. Dann malen wir jetzt einfach mal dieses Bild. Finde ich unfassbar funny. Rückenflosse fest. Machst du noch ein Schlückchen von dem Sekt oder willst du tanzen? Läuft da nicht dein Lieblingslied gerade? Ja, woher weißt du das? Hat ein Vögelchen gezwitschert. Seine Art, Alter. Ich liebe Nikos Humor. Der ist so... Sein Humor hat so richtig so dieses... wie verhalten sich Leute im Alltag? Und wie parodiert man das? Und wie kriegt man es hin? Ästhetisch? Und gleichzeitig etwas nahbar und ästhetisch zu verpacken und dann irgendwie lustig. Er hat genauso so diese Art. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Also ich glaube, Nico kann man eigentlich nicht witzig finden. Vögelchen von dem Sekt oder willst du tanzen? Läuft da nicht dein Lieblingslied gerade? Ja, woher weißt du das? Hat ein Vögelchen gezwitschert. Auch diese ganze Art. Hier ist dein Bändchen, Bro. Im Backstage findest du endlich Trost. Siehst du das lächelnde Mädchen dort? Das ist die Liebe deines Lebens, komm, ich stell sie dir vor. Dein verstorbener Dad ist hier, wieder gesund. Du wolltest nochmal mit ihm reden, wir erfüllen dir den Wunsch. Was ist denn los? Du bist im Spiegel, bist wieder jung. Dein Haustier ist hier, du begrüßt deinen Hund. Sie haben ihn überfahren, da warst du 9. Er war dein bester Freund, du fängst an zu heulen. Dein Leben war hart, ich weiß, da drüben ist der Spa-Bereich. Die gehen ja full circle psychotisch gerade. Als hätten sie sich so 4 Staffeln Rick and Morty auf X gegeben und sich dann inspirieren lassen für die Strophe. Alles aus Marmor, strahlend weiß, Design von einem japanischen Architekt. Der Butler reicht dir ein Glas mit Sekt. Ruh dich aus, du bist ganz erschöpft. Willkommen Backstage von KIZ. Ja, siehst du das Licht? Hörst du die Musik? Geiler Song. Nimm dir, was du willst. Es ist alles for free. Hier ist dein Pass. Lass dich umarmen. Willkommen. Voll unerwartet, das ist ein Vinyl-Effekt auf der Vocal, deswegen klingt das so wary. Oder irgendwas in der Richtung. Vielleicht ein Wah-Wah gibt es ja auch einen Effekt, der so heißt oder sowas in der Richtung. Vielleicht, oder liegt der auch nur auf dem Delay? Aber es ist so ungewohnt, dass die Vocal so wabert. Endlich bist du da. Backstage.
ist niemand allein. Hier sind wir alle gleich. Frag mich, ob der Chor AI ist oder echt. Ich könnte mir beides vorstellen. Gibt ja mittlerweile so mit Nektar, mit dem Synth von Isotope. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, sehr viele verschiedene Stimmen und Farben extra für Gesang optimiert mit seiner eigenen Stimme quasi zu klonen und dann eben auch solche Effekte zu machen. Ich habe noch nie selber damit experimentiert, deswegen kann ich nicht sagen, ob das sogar eine Stimme davon ist, die da im Hintergrund mit seiner Stimme singt, aber wäre möglich, vielleicht ist es auch einfach nur ein Chor oder eine Sängerin. Marmeladentoastbrot. Ein Thema, mit dem wir uns alle identifizieren können. Boah, es klingt, als ob es pumpen würde gleich. Mein Opa hatte auf eure Scheiße keinen Bock. Er wollte nicht in die Partei und auch nicht in die HJ. Er wollte nicht in die... Der hat einen richtig coolen Groove. Pause. Pause. Geil. Kommt richtig, richtig gut. Ich mag die Bassline. Die ist sehr schön monoton, aber klingt deswegen ziemlich, ziemlich cool. Ist ja so, wenn ein Bass sich bei den Noten nicht viel abwechselt, klingt ein Song, finde ich, automatisch, hat ein Song mehr so einen Coolness-Faktor. Der hat dann zwar keine Dramatik und keine Höhen und Tiefen, aber hat so ein, ist cool, Mann, ist voll cool, Mann. Also, wisst ihr, so dieses Ding, könnte eigentlich noch so ein Schnipsen kommen. Es redet er hier von seinem Opa, der nicht in der HJ war. Interessante Anekdote. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei mir war. Scheiße, keinen Bock, er wollte nicht in die Partei und auch nicht in die HJ. Er wollte nicht in Widerstand und da drauf gehen für ein Flugblatt. Er hielt nichts von der RAF und hielt auch nichts von dem Buber. Apolitisch. Alles, was er wollte, waren drei Zimmer und eine Couch. Samstagabend 2015, chillen mit der Frau. Kein Hassel, kein... Boah, den Beat fühle ich, aber jetzt geht das in so eine Elektro-Dance-Richtung, aber boah. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Düdüm, düdüm. Willst du mir so ein Beat hinlegen, Alter? Ich hätte auch mal Bock, da drauf zu flowen. Düdüm, 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 düdüm. Voll geil. Grind nur die Jahre bis zum Tod. Zum Frühstück jeden Morgen Orangen-Marmeladen-Toast. Toastbrot, das Weizenquadrat. Knusprig, köstlich, zeitlos vegan. Ehrliche deutsche Bäckerskunst. Käffchen hinterher, denn so schmeckt es uns. Ehrliche deutsche Bäckerskunst, Alter. Kommt schon so richtig schön, sehr leichte... So minimale Faschisten-Vibe rüber. Marmeladentoast, fruchtig frisch. Selbst mein Hund kriegt was unterm Tisch. Egal ob Frühstück oder Mittagspause. Frisch getoastet, in die Schnauze. Selbstgemachte Marmelade drauf. Und ich steigere das Bruttosozialprodukt. Die Arbeit erledigt sich wie von selbst. Frühstück ist gut für die Mental Health. Nur das Beste vom Erdbeerfeld. Marmelade ist gut für die Nervenzellen. Ey, der Geschmack der Konfitüre. Und ich erinnere mich zurück an meine große Liebe, ey. Der Geschmack von der Konfitüre. Und ich erinnere mich zurück an die große Liebe. Es gibt gerade so eine Werbung für Marmeladentoast sein, wie er das darunter spittet. Und das hat auch so, es hat schon wieder diesen Opium für das Volk-Vibe, oder? So nach dem Motto, gerade weil er noch so gesagt hat, sein Großvater war apolitisch am Anfang, weißt du? Ey, guten Abend. Ich grüße Sie in dem Stream. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit mir, vor allem herzlichen Glückwunsch. Und natürlich mit der Reaktion zu diesem wunderschönen Album. Genau. Und da wollte ich zum Song noch sagen, dass, also quasi sagt sein Opa ist apolitisch, der wollte eigentlich nur seinen Frieden, ein bisschen Ablenkung und so weiter. Und dann dieser Fokus auf diesen Toast, das ist irgendwie interessant. Interessant. Ich werde jetzt nicht sagen, dass da eine tiefere Botschaft ist, im Sinne von, dass wir uns alle vom politischen Geschehen ablenken, eigentlich alle nur unseren Frieden haben wollen, am liebsten apolitisch sein, bleiben wollen und uns wünschen, dass sich alles von selber regelt und dass das so ein bisschen eine Kritik dran ist, aber das muss nicht sein, das ist vielleicht komplett an den Haaren herbeigezogen. So wie deine Mama. Use them. Sehr tropisch. Yeah. Zusammenbruch vor dem Kopierer, Babe. Weil wieder mal alles zu viel war, Babe. Dancehall-Reggae-Stuff wieder mal. Also es geht sehr in die Richtung. Dum, 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 ta, ta. Dum, 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 ta, ta. Auch vom Bass her, der klingt so richtig. Das ist so ein Bass, ich glaube, der hat so einen Boost bei so 300-400 Hertz und klingt irgendwie so ein bisschen aufgedunsen und hohl.
ja, so wer es mag, ne? Ist, am Anfang hat man ja so ein Xylophon oder sowas in der Richtung gehört, was so eine Harmonie gespielt hat. Die Gitarre war auch dabei, die hat dieses Dim-Dim-Dim-Dim gespielt, die fand ich ziemlich cool. Genau, bin mal gespannt, worum es geht. Yeah. Zusammenbruch vor dem Kopierer, Babe. Weil wieder mal alles zu viel war, Babe. Ein Krabschöner Chef ist nicht wirklich schlimm. Was du jetzt brauchst, ist ein Schirmchen-Drink. Mach dich mal locker, vergiss deine Kopfweh, ey. Denn hier kommen 3 Tage Ostsee, Baby. Wir brauchen kein Geld zu bezahlen. Wir sind mit meinen Eltern im selben Apartment. Strand, Promenade, weiße Leinen, Strick, Jacken. Und das Beste hier ist, es gibt keine Hose, dum, dum, dum. Wir kommen, komm, komm. Ich habe Usedom gesagt, ne? Ist Usedom, ist das eine Insel? Komm, da, der geografische Boss wieder mal. Usedom. Tatsächlich. Und ich habe Usedom gesagt. Ich dachte schon, es wäre jetzt so ein BDSM-Song. Hoppla. Hoppla, hoppla. Ist eine der Pommerschen Bucht der südlichen Ostsee. Ah, so ein Ding also. So eine Geschichte. Ja, okay, also hier, ey, auch wieder hier dieses Lösen von Problemen, die deinen Alltag bestimmen und ablenken, sodass du mal Kopf oben ausmachen willst und deinen Problemen entfliehen willst, anstatt sich um die zu kümmern, weil du keine Kraft mehr hast. Wie jetzt halt der Chef, der dich manchmal anbaggert. Ich finde, die machen das, also KIZ fährt aktuell wirklich ja voll diese Schiene, ne? So von wegen... Wie ich die zeigen, selbst auf dem Album habe ich jetzt gar nicht so erwartet, aber auch hier zeigen sie wieder so richtig eklige gesellschaftliche Missstände auf, wie zum Beispiel das sexuelle Belästigungsding an der Arbeit. Nur hier verpacken sie es halt mehr frei, künstlerisch frei in einem anderen Rahmen, was sie wahrscheinlich auf dem Hauptalbum so nicht tun würden, aber ich finde es trotzdem krass und gut, dass sie es machen, dass sie es aufzeigen, was hoffentlich auch dazu führt, dass man sich als Person und auch als Gruppe gegen so eine Scheiße wehrt. Übrigens hier German Rap to Study To, da freue ich mich ja jetzt schon drauf bei dem Titel. Willkommen, komm, komm, Hose, dom, dom, dom. Willkommen, komm, komm, Hose, dom, dom, dom. Willkommen, komm, komm. Ich lade 16-jährige Girls ein auf die Siegerjacht. Bevor sie kommen, versteck ich die Corriga-Tabs. Oh yeah. Ich bin beide wie Kappi unterwegs auf so einem tropischen Beat mit massenhaft Autotune, Alter. Wir fahren in Urlaub jetzt, mal fair. Schon viel ist mit Dill am Meer. Feiern zum Alleinunterhalt her. Der Kistennebel knallt echt rein. Ich bezahl die Prostituierte mit einem falschen Schein. Jawohl, schmuggel keine Drogen durch den Zoll. No habla Español, denn das brauch ich auch nicht. Das ist Usedom. Usedom, dom, dom. Der deutsche Touristengeist. Komm, komm, komm. Willkommen, komm, komm, Hose, dom, dom, dom. Willkommen, komm, komm, Hose, dom, dom, dom. Willkommen, komm, komm, auf den Auto. Moment. Hose, dom, dom, dom. Willkommen, komm, komm. Was war das jetzt gerade eben am Ende für ein Name in Rob? Was? Roberto Gassini? Roberto Gassini, bekannteste TV-Serie, die Geissens. Ist der Founder von. Okay. Okay, okay, okay. Warum auch immer. Hose, dum, dum, dum. Willkommen, komm, komm. Nicer Song. Das war ein nicer Sound. Der hat mir gefallen. Ich bin ein sexy OG, schreit mit mir säglich wie der Fuß von Shaquille O'Neal, internationaler Oh geil, dass dieser Intro-Synth, also dass sie Sounddesigned haben, dass er diesen Sound macht, wo er sich so streckt, und dann spielt er aber die ganze Zeit als Sample weiter. Der Bass ist auch geil, das ist ein sehr, sehr, sehr dreckiger Bass, auch wieder mit einem sehr, also der einen sehr großen Anteil in den tiefen Mitten hat, also den hört man relativ präsent, der ist nicht nur in den Tiefen aktiv, also auch ohne große Anlage wirst du den wahrscheinlich stark auf dem Handy hören können. Auch wieder relativ dreckig und mit einer sehr monotone Melodie, da ist nicht viel tonale Abwechslung. Und das Drumset ist auch wieder sehr auf Trap angelehnt und von der Betonung her geht das wieder alles so in eine ähnliche Richtung wie vorhin bei, ich glaube, Marmeladentoast war es, Toastbrot.
Streit mit mir ist eklig wie der Fuß von Shaquille O'Neal. Internationaler Player mit dem Down-Syndrom. Ich steche 20 Türsteher mit deinem Schraubi tot. Ey, es wird ein Studio. Mit deinem Schraubi tot. Ach, geile Wortwahl. War wieder voll mit Hurensöhnen, die die Geräte besetzen, nur um rumzustöhnen. Es donnert und blitzt, ich steppe aus der Zeitmaschine, um dich abzutreiben mit deinem Kleiderbügel. Immer wenn ich pisse, brennt meine Python. Tarek KIZ, Fremdwort Verhütung. Wenn KIZ auftreten, gibt es Gegendemos. Und ich mache Mayonnaise auf den Alien-Fötus. Pantoffel hält mit dem Maul. Ich glaube, das war bisher die asozialste Line von allen. Lass erstmal warten, was die Frau sagt. Ich bin an der kurzen Leine, sonst renn ich los und ficke irgendeine. Pantoffel hält mit dem Maulkorb. Lass erstmal warten, was die Frau sagt. Die drei kleinen Fotzenknechte. Zu Hause nix zu melden, doch in Texten große Fresse. Auf meiner Kette steht ein Tier. Ich mag die Stimmlage und die Attitüde sehr auf dem Song. Und auch, ich meine, thematisch ist es ja absolut abgeranzt, ne? Also, es ist schon wirklich. Dieser Song ist sehr tot. Diamanten, bitte kontaktieren Sie meine Verwandten. Ich schüttel den Säugling wie ein Polaroid. Bin ein eiskalter Killer wie Olaf Scholz. Ich hau dein Album unter. Dem folge ich übrigens auf TikTok. Gold, müsstet ihr eigentlich auch tun. Verklag dich auf Schadensersatz. Freier Motherfucker wie Karlsson vom Dach. Mein Kind, der. Junge, die Erdische. Freier Motherfucker wie Karlsson vom Dach. Auch der Vergleich ist so räudig, Schnieps. Trinkt im Pool, denn ich mache mir mein 20.000 Euro. Es ist halt so dieser Vibe, den die darüber bringen. Er trinkt im Pool. Splash. Das ist so dumm. Es ist so dumm und ich liebe es, dass es so dumm ist. Ich auf Schadensersatz. Flyer Motherfucker wie Karlsson vom Dach. Mein Kind, der trinkt im Pool. Denn ich mache mir mein 20.000 Euro Anzug nicht nass. Das ist kein Selbstbewusstsein, das. Ich mach mir. Oh, das ist geil. So geht schwarzer Humor. Genau das. Ich habe eigentlich gedacht, sowas kommt mehr auf dem Album. Also, da war ja auch schon viel schwarzer Humor, aber this kind of schwarzer Humor, also das schwärzeste vom. Also, dunkelste vom Dunkeln. Hätte ich mir noch mehr von gewünscht, aber vielleicht kommt davon auch mehr. Das ist ja saugeil. Trinkt im Pool. Denn ich mache mir mein 20.000 Euro Anzug nicht nass. Das ist kein Selbstbewusstsein, das ist Alkohol. ACAB auf die Paw Patrol. Das ist auch nice mit den ganzen Cuts, ne? Patrol. Blitzlichter. Hol. ACAB auf die Paw Patrol. Blitzlichter. Ich sitz im Fünfsitzer mit Tarek, Nico, Joe und Hitler. Pantoffel hält mit dem Maulkorb. Lass erstmal warten, was die Frau sagt. Ich bin an der kurzen Leine. Sonst renn ich los und ficke irgendeine. Pantoffel. Also, ja, genau. Quintessenz von dem Song ist ja, dass die privat irgendwie nichts zu melden haben, aber auf große Fresse machen im Internet und so. Und das ist natürlich in dem Fall ironisch gesehen. Ah, ich liebe das Songkonzept. Das ist bisher der lustigste Song vom kompletten Album. Behält mit dem Markup. Lass erstmal warten, was die Frau sagt. Die drei kleinen Fotzenknechte. Zu Hause nichts zu melden, doch in Texten große Fresse. Es ist der Seifrieder im White Peter, gib mir ein Wabba Wiwa. Ich trage den Mantel aus Kindern von meinem Dalmatiner. Trinke Sangria, bin halb Deutscher, halb Mallorquiner. Der letzte Song, der mein Herz berührt hat, war Gasolina. Schinken. Der Flow war richtig geil. Da. Der Seifrieder, da habe ich nicht ganz verstanden, aber dass da so direkt zwei dreisilbige Reime hintereinander kommen, ist ja wirklich, wirklich sick. Übel geil, auch von der Stimmlage und so. Straße auf der Flucht vom deutschen Staat, durch mein Hartz IV, am Tag werde ich leider doch im Plan. Komm direkt in den Knast für den Mord an Markus Söder und der Stadt Beate Krepe mit dem tiefgefrorenen Döner. Ich klatsch euch hier bis die Bühne runter wie Sonny Bager und stell mir Backstage rein, schlimmer als Conny Kramer. Ich zahl die Patek links, rechts den vergoldeten Koffer und die Sidechick das Armband deiner vermissten Tochter. Pantoffel hält mit dem Maulkorb. Lass erstmal warten, was die Frau sagt. Ich bin an der kurzen Leine, sonst renn ich los und ficke irgendeine. Pantoffel hält mit dem Maulkorb. Lass erstmal warten, was die Frau sagt. Die drei kleinen Fotzenknechte. Zu Hause nix zu melden, doch in Texten große Fresse. Demo, ganz kurz, den hier packe ich mir auf jeden Fall schon mal in meine Lieblingssongs-Playlist. Ist nice. Okay, Endstation ist der nächste Track. So, mal kurz zeigen. Wir sind hier mittlerweile bei Song 9 angelangt. Insgesamt geht 16, also wir sind schon über dem Endspurt eigentlich. Also nicht über dem Endspurt, über der Hälfte meine ich natürlich. Und ich finde, bisher muss ich sagen, hier Illuminati
hatte das experimentellste und fetteste Soundbild. Familienfeier fand ich persönlich am relatablesten. Ich mache Geld. Jesus, den müsste ich mir tatsächlich nochmal anhören, damit er sich wieder festigt. Backstage fand ich thematisch übertrieben lustig. Auch wie sie das Ganze verpackt haben, ist ein geiler Konzept-Song. Marmeladen Toastbrot fand ich vom Beat nice. Usedom fand ich ein geiler Ohrwurm. Ist natürlich jetzt vom Soundbild absolut nicht meins, aber das ist ja auch der Joke. Und hier U fand ich bisher einfach verdammt lustig, wirklich. Kannst du kurz nochmal gucken, worum es hier bei Ich mache Geld geht? Ich mag wie der Bankautomat meine Karte einsaugt. Dann drücke ich einen Knopf und ganz viel Papier kommt da raus. Ich liebe das Rascheln der Scheine, ich brauche das Klimpern der Münze. Ich liebe das Steigen der Kurve, lebe für Rendite und Zinsen. Nach dem Essen bei Mutter gehen die Rohre aus Kupfer. Und hab das ich ihn gehört? Ich hab ihn gehört. Hier ist nichts vor mir sicher, denn ich bin ein 24-7 Aschemacher. Diese Art von Kohle macht dich baller baller. Stabile Wertanlagen und ein bisschen Krypto. Ich danke aller, ich war noch nie im Dispo. Ich mache Geld. Geld. Den habe ich einfach überhört. Hä? Ich dachte gerade schon, Alter, habe ich mir jetzt den Kopf gestoßen oder so. Den habe ich vorhin einfach geskippt. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, der Idiot, warum hat er den nicht angemacht? Dann machen wir diesen kolossalen Fehler mal rückgängig und gönnen uns diesen Song jetzt weiter. Ersten Teil mit dem Geldautomat fand ich auf jeden Fall wieder mies funny. Ist auch ein Clubbanger wieder. Schlägt soundtechnisch auch in eine ähnliche Kerbe wie gewisse andere Songs, die wir bisher gehört haben. Auch interessant, dass wir Maxims Stimme hochgepitcht haben hier. Warte, bin ich jetzt... Jetzt muss ich gerade nochmal checken. Haben die wirklich die Stimme hier gepitcht? Oder macht mein System hier irgendwas? Konvertiert es für Sinan. Nee, stimmt mir ist überall gleich. Den Uhrmacher. Ich denke mir als, was ist denn los? Ich mag wie der Bankauto. Münzen und Barren mir was ab. Als sie mir ein Fünfer. Ding ist, manchmal stellt mein Interface nämlich die Sample Rate um. Und dann sind die Stimmen wirklich hochgepitcht. Deswegen dachte ich schon, das wäre jetzt gerade passiert. Sie scannen mein Schädel, sie messen die Gehirnströme. Als sie mir ein Fünfer zeigen, explodieren die Geräte. Junge, ich bin in Dubai. Ich liebe diese Bilder, die sie einem in den Kopf setzen. Ne? So, Tarek hängt an so einem Kopfmessreaktor, weißt du, der seine Hirnströme misst und kaum sieht er da einen Fünfer, weil er so geldgeil ist, macht's kaboom. Das ist einfach funny. Lies nur den Business-Teil. Für Geld schneid ich mir was ab. Für Geld steck ich mir was rein. Ich hab ein Schließfach in Genf. Voll mit Münzen und Barren. Bin kein Rassist, ich hab Geldscheine in verschiedenen Farben. Sie sagen, Geld macht nicht glücklich. Sie sagen, Teilen macht Spaß. Doch ich kündige meiner Mama wegen Eigenbedarf. Ich mache Geld, Geld, Geld. Ich mache so stark alles für Geld. Der Zweck heiligt die Mittel. Ich mache alles für Geld. Ich mache Geld, Geld, Geld. Jeder, deine Wohnung hat, wird diese Angst vor der Kündigung vor Eigenbedarf kennen, auch wenn die gar nicht mal, soweit ich weiß, gar nicht mal so krass verbreitet ist eigentlich, weil der Vermieter einen gar nicht so schnell wegen Eigenbedarf rausschmeißen kann. Aber das natürlich bei der eigenen Mom zu tun, ist sehr ehrenhaft. Auf jeden Fall. Ich kann's immer noch nicht fassen, das ist wirklich wie verhext. Ich hol Papier aus meiner Tasche, geb's der Steffi, die macht Sex. Mit mir, wie geil ist das denn? Das ist echt ein... Schon wieder, genau wie der Maxim ganz am Anfang. Guter Tausch, für das Zeug kriegt man nicht alles, sogar ein Handy oder ein Haus. Ich hol zwei, kann ja sein, dass ich die irgendwann mal brauch. Ey, so geil, was bei drei nicht auf dem Baum ist, wird gekauft. Du, was willst denn dafür haben? Ach so, Geld, Bruder, top. Ich würd sagen, ich leg hin und wenn's genug ist, sagst du stopp. Ich mache Geld, Geld, Geld. Alles für Geld, Geld, Geld. Sehr geil. Ich mache Geld, Geld, Geld. Alles für Geld, Geld, Geld. Die ist halt, dass das alles thematisch so abwechslungsreich ist. Also unironisch. Ich mache Geld, 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 ich mache alles für Geld. Der Zweck heiligt die Mittel, ich mache alles für Geld. Ich mache Geld, 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 ich mache alles für Geld. Der Zweck heiligt die Mittel, ich mache alles für Geld. Was hat die? Ich hasse Geld. Auch nice.
sehr stumpf von der Thematik, ne? Aber es ist natürlich wirklich so. Also du kannst dir theoretisch, wenn du genug Geld hast, kannst du alles mit Geld anstellen, was du möchtest. Ist ja ein bisschen systemkritisch, das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Man könnte fast meinen, dass da eine gewisse Exekutive des Kapitalismus ein kleines bisschen kritisiert wird. Das ist ja seltsam. Oh, ich liebe das. Die Art von Synth-Sound-Design ist einfach genau mein Ding. Will ich auch mehr machen auf meinen Songs. Die U-Bahn entgleiste mitten im Tunnel zwischen Hermannplatz und Boddingstraße. Ich erwartete einen großen Knall und dann ewige Stille. Doch die Waggons glitten durch die Wand und fuhren weiter ins Nichts. Stewardessen kamen aus den Türen und servierten Getränke. Ich bestellte ein Wasser. Und nach einem abschätzigen Lächeln des Stewardess dann doch ein Wodka-Lemon. Jemand streichelte mir den Kopf, ganz sanft, und ich schlief ein. Der Synthi variiert ja in der Lautstärke die ganze Zeit. Ich meine, das ist das einzige musikalische abseits von, ja, von Maxim, was wir da hören. Und manchmal wird er unangenehm laut. Also so, da geht es so über die Komfortgrenze drüber, was Lautstärke angeht. Interesting, also sie führen tatsächlich jetzt das U8-Thema doch mehr weiter, als ich gedacht habe. Aber wahrscheinlich war es das dann auch schon wieder. Auf jeden Fall, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Strahlen blendeten mich und draußen war das Meer. Endstation, alle aussteigen bitte, sagte eine sanfte Stimme in mein Ohr. Ich zog meine Schuhe aus und ließ meine Füße bei jedem Schritt durch den feinen, warmen Sand gleiten. Ich dachte daran, wie Vater in Rumänien im Freibad auf eine Glasscherbe getreten ist und der Bademeister ihn ermahnte, er soll bitte nicht die Kacheln vollbluten. Ah, guck mal, das sind die so ein bisschen reaktiv. Das spielt schon ein bisschen anders jetzt auf einmal, wo es thematisch ein bisschen wechselt. Eine Möwe stürzte ins Wasser und kam mit einem Fisch im Schnabel wieder. Ich war beeindruckt. Und ein alter Mann mit weißem Bart stand neben mir und erzählte mir, er sei Gott. Und dies hier sei das Jenseits. Ich wäre bei einem Anschlag in der U8 umgekommen. Der Mann langweilte mich und ich ging ins Meer. Aha. Es war so warm, dass ich kaum spürte, wie ich pisste. Kein Respekt vor der Transzendenz an der Stelle. Er ist nur einer von... Ehrenlos auf die Transzendenz gegangen. Ja, okay. Also, es ist nicht viel passiert. Also, es gab einen Anschlag auf die U8, er ist gestorben. Und der Anschläger in der U8 war anscheinend ein Terminator, sein zukünftiges Ich oder so, I guess. Oder vielleicht hat er sich das erste auch nur eingebildet und das hier so passiert. Bundeswehr ist der nächste Song. Er ist nur einer von 9000 Hauptleuten in der Bundeswehr. Er ist nur einer von 9000 Hauptleuten in der Bundeswehr. Bundeswehr. In der Bundeswehr. Cooler Helm. Fette Knarre. Bundeswehr. Töten und sterben. Für die beste Sache. In der Bundeswehr. Für die beste Flagge. Auf dem Planet. Guck die Rakete. Potsdam-Magnet. Und bald werden wir uns auch noch die Bombe holen. Atomwaffen are coming home. Und dieser Panzermann guckt die Ketten. Ich werde all meine Söhne in die Truppe stecken. Wir sind gegen Nazis, weil die haben verloren. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nur nach vorn. Herr Offizier, da ist eine Aufklärdrohne in meinem Dosenbier. Gut aus, Baby, gut aus. Hätte ich jetzt never erwartet, so ein Song. Holy fuck. Also der Synthi ballert ja richtig durch. Das Drumset ist komplett auf 11 gedreht. Das hat mich gerade komplett getiltet. Ich muss nochmal hören. Guck die Rakete. Allein die Snare ist ja komplett anders, ne? Die hat ja so einen eigenen Pitch drin, ne? Der Rhythmus ist wieder so eigentlich so auf Club angelehnt, ne? Kick for on the floor. Hi-Hat spielt konstante Achtel, so. Das ist der Club-Rhythmus, den die jetzt ein paar Mal hatten.
aber der Synthi spielt halt konstant durch. Also der spielt ganze Noten, der wechselt sich rhythmisch kaum ab. Was halt ein sehr, sehr großes, dramatisches Soundbild macht. Und dazu kommt diese Stimme von Maxim, die sehr nah am Mikrofon ist und dazu noch sehr, sehr ernst und sehr, sehr klar und irgendwie so ein bisschen auf, ja, so auch so auf, ich will melancholisch sagen, melancholisch ist komplett das falsche Wort, so melodramatisch, so auf melodramatisch macht die ganze Zeit. Und keine Ahnung, ist interesting, wie dadurch ein Soundbild entsteht, was so komplett anders ist als das, was bisher kam. Und von Thema her ist es ja auch interesting, so, es ist ja offensichtlich Bundeswehrkritik. Aber jetzt höre ich nochmal mehr auf den Text. In der Bundeswehr. Cooler Helm. Fette Knarre. Bundeswehr. Töten und sterben. Für die beste Sache. In der Bundeswehr. Für die beste Flagge. Auf dem Planet. Guck die Rakete. Potsdam-Magnet. Und bald werden wir uns auch noch die Bombe holen. Atomwaffen are coming home. Und dieser Panzermann guckt die Ketten. Ich werd all meine Söhne in die Truppe stecken. Wir sind gegen Nazis, weil die haben verloren. Okay, an der Stelle mal stopp. Also das ist dieser, wieder mal Rückbesinnung aufs nationale Interesse und dieser wiederkehrende extreme Patriotismus. Jetzt bezogen auf, ne, auf die Bundeswehr. So ein bisschen dieser Appeal kommt ja bei manchen Leuten zurück, dass die das so geil finden, ne? Panzer, Drohnen, Krieg ist geil, Jungs. Krieg ist geil, Mann. Was halt absolut cringe ist, ne? Aber viele sehen das so und das ist cringe. Kann man nicht anders sehen. Auch dieses Atomwaffen-Coming-Home ist ultra lustig verpackt, aber viele denken das so. Das sind oft unausgesprochene oder doch ausgesprochene, klare Gedanken, die hier einfach nur zwar komödiantisch verpackt werden, die aber auch so gemeint sind, das muss man klar sagen, von eben diesen Leuten, die eben dieses Gedankengut verbreiten, wie es Maxim hier parodiert. Und das ist auf der einen Seite natürlich in dem Song hier sehr, sehr lustig. Wenn man sich aber die Zeile hier anguckt, die Nazis mögen wir nicht, denn die haben verloren. Und wenn man mal rafft, was diese Zeile meint, dann ist es eigentlich sehr, sehr traurig und sehr, sehr gefährlich. Denn das ist jetzt nicht der Grund, warum man die Nazis hassen sollte. Beziehungsweise, versteht ihr, was damit gemeint ist? Nicht wegen den Werten, die sie vertreten haben oder dem, was sie falsch gemacht haben, dass sie Völkermord begangen haben und ähnliches. Oder der, ja, wegen dieser Weltanschauung, sondern weil sie nicht effizient genug waren in dem, was sie versucht haben zu tun. Das ist ja komisch, oder? Wie wenn eine Parteivorsitzende von einer bekannten hellblauen Partei einfach mal so das Statement droppt, dass sie es schlimm findet, den Tag der deutschen Niederlage zu feiern. Das muss man sich mal vorstellen. Und solche Aussagen werden einfach im Raum stehen gelassen. So. Die werden dafür nicht gestraft, die werden nicht des Amtes enthoben oder so. Das wird dann einfach stehen gelassen. So Gedankengut wird immer wieder stärker und das ist auch so ein bisschen das, was ich mir zum Beispiel bei Frieden gewünscht habe, was noch zusätzlich kritisiert wird. Ich meine, hier wird jetzt auch nicht großartig Main-Dropping begangen, aber hier wird zumindest mal klar der Finger auf die Bundeswehr gelegt, was zumindest schon mal ein Punkt ist, womit viele was anfangen können. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nur nach vorn, Herr Offizier. Auch hier, wir schauen nicht zurück, wir schauen nur nach vorn, ne? Auch wieder so eine Parole, so nach dem Motto hier, wir denken nicht mehr an Vergangenes. Das ist so geil, wie schrecklich das ist, die verpacken das richtig gut. Herr Offizier, da ist eine Aufklärdrohne in meinem Dosenbier. Gute Ausbildung, gute Aussichten, gute Leute. In der Bundeswehr. Die einen sichern, die anderen gehen vor, da geht's richtig ab. In der Bundeswehr. Gute Ausbildung, gute Aussichten. Echt, eine Hook, die komplett nur aus diesen Werbebeiträgen von den Rekruten gemacht ist, oder? Gute Leute. In der Bundeswehr. Jeden Tag bilden wir Menschen darin aus, Vorbild zu sein. Du musst zur Bundeswehr. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Zur Bundeswehr. Übelster Twist auf einmal im Beat und vom Stimmeinsatz. Ich habe mir kurz gedacht, als Tarek reingekommen ist, hey, wie soll das funktionieren? Aber es ist einfach ein kompletter Wechsel. Bundeswehr, komm mit zur Bundeswehr. Zur Bundeswehr, zur Bundeswehr. Quatscher, wir sind Macher. Boah, Bundeswehr. Die Welt ist geil. Geil. Auf unsere Panzer.
in der Bundeswehr. Einfach nice, kein 9 to 5. Nix für Lutscher, Outdoor Life. Die Welt sehen, Kameraden treffen, komm vorbei, Spaß und Action. Sei kein Frosch, stell dich nicht so an. Man lebt nur einmal, nur ist nur Fun. Echte Männer, heiße Miezen, kein Gelaber, einfach schießen. Aus dem Weg, du Hampelmann, wir sind stark, damit du schwach du sein kannst. Zur Bundeswehr. Zur Bundeswehr. Bundeswehr, komm mit zur Bundeswehr. Rufen Sie jetzt an 0228 12135. Starker Song, richtig, richtig starker Song. Mag ich, was er anspricht und was er kritisiert. Sound an sich finde ich auch krass. Ist nice. Ah, geil, jetzt sind wir bei German Rap to Study To. So, ihr kennt ja wahrscheinlich diese To Study To Playlists, ne, die man halt anmacht, wenn man beim Arbeiten irgendwas im Hintergrund braucht. Funktioniert bei mir überhaupt nicht, liegt wahrscheinlich am ADHS, aber okay, ADHS braucht eigentlich auch Musik im Hintergrund beim Arbeiten, da ist jeder, glaube ich, so ein bisschen anders, aber mich lenkt sie halt ab, weil ich dann nur bei der Musik bin, von dem, worauf ich mich da fokussiere. Bin ich mal gespannt, wie sie dieses Thema in KZ-Stil verpacken werden. Lo-Fi. Lo-Fi, es geht direkt los. Genau mit dem Genre. Ah, draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Ah, draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Der Kaffee schmeckt nach Aschenbecher. Die weichen Eier sind roh, das Zimmer eng wie ein Sarg. Ich wollte aus dem Fenster springen, doch es war verriegelt. Anscheinend bin ich nicht der Erste, der hier sterben möchte. An der Bar lauscht eine sehr junge Frau dem Monolog eines Manns mit lichtem Haar. Aus unsichtbaren Boxen rieseln die 80er in einer Lounge-Version mit viel Saxophon. Ich will deine Nummer, aber drück nicht auf den Hörer. Denn was ich gerade sagen möchte, ist zu finster. Alles okay, ich muss nur ein bisschen pennen. Ah, draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Ah, draußen wird es hell. Das ist so funny. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Ich habe auch noch nie tatsächlich so einen größeren, bekannteren Rapper aus dieser Zeit, wie halt KIZ, also wo die aktiv bekannt geworden sind, halt aus dieser Generation Rap, auf so einem straighten Lo-Fi-Beats bitten hören. Ich höre generell sehr wenig Rap auf Lo-Fi-Beats. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Ding ist. Gibt's bestimmt die Nische, aber habe ich noch nie gehört. Draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Scheiße. Draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Die Butterstückchen im Eisbad kleben aneinander. Scheiße. Ich bin verkatert, beim Buffet gibt's kein Champagner. Nur Schwarzbrot in Plastikverpackung. Scheiße. Die Käseauswahl grenzt an Verachtung. Gleiche, mit dem ich der Hotel nehmen musste. Ich liebe diese dekadenten Scheißaussagen von oben, Alter. Die Käseauswahl grenzt an Verachtung, Alter. Boah, das ist geil. Das ist schon wieder so eine geile Wortwahl. Dafür liebe ich die Jungs, ja. Also ich meine, auch hier ist es ja wieder so, die sind im Hotel, was nicht ganz so Premium ist und das ist direkt natürlich Weltuntergang. Maxim wollte sich schon das Leben nehmen und Nico ist auch komplett down. Und dass diese Down-Stimmung, wie bei halt Lo-Fi ist ja auch sehr down, da so transportieren auf diese Art und Weise, ist halt auch schon wieder andere Comedy. Ich finde ja auch so Lo-Fi, ich finde es ja ironisch, dass viele Leute so auf Lo-Fi arbeiten, weil Lo-Fi ist ja auch nichts anderes als auf kleiner Flamme, so dieses, auch wenn man sich mal so die Ästhetik von Lo-Fi anguckt, ist es schlapp, ist müde, so bei den meisten Bildern sind die Leute, die da studieren, so mit so einem müden Blick und so ein bisschen abgedriftet und man muss ja, ne, und auch die Musik klingt schleppend, verzerrt, 80er-Ästhetik, obwohl, auf jeden Fall, nee, nicht 80er, aber worn out vom Soundcharakter. Und das ist ja auch interessant, dass so viele Leute dann so eine Musik gerne zum Arbeiten hören, so als ob viele Leute gar nicht mehr können und platt sind und irgendwie nur noch, also die vielleicht sich mit dieser Stimmung verstanden fühlen, wenn sie arbeiten und sich da so ein bisschen fallen lassen können, ist doch irgendwie interessant. Buffet gibt's kein Champagner, nur Schwarzbrot in Plastikverpackung. Scheiße. Die Käseauswahl grenzt an Verachtung. Die gleiche, mit der mich der Hotelier mustert. Ich frage mich, wie lange ich das wohl schon gewusst hab, ohne es mir einzugestehen. Scheiße, vielleicht macht er dich ja glücklich, obwohl ich das bezweifle. Was hab ich da letzte Nacht geträumt?
Mann, jetzt haben die meinen Teller abgeräumt. Alter, war das gestern peinlich. Wie in einer schlechten Sitcom. Gebackert wie ein Keck, doch es wollte keiner mitkommen. Ah, draußen wird es hell. Wie in einer schlechten Sitcom. Baggern wie ein Keck, doch es wollte keiner mitkommen. Boah, das muss auch low sein, Alter. Das muss ja wirklich low sein. Wieder in dieses Hotel. Ah, draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Ah, draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Ah, draußen wird es hell. Bucht mich nie wieder in dieses Hotel. Ah. Hier, 1, 2, 3, 4. Spitte hier, gerade am Mic. Ich habe auch noch Versace dabei. Laber kein Scheiß, es geht weiter in den nächsten Track. Aus Respekt vor KIZ, den Männern des Raps. Ich sag mal jetzt, ah, Alpha-Mann. Wenn das nicht eine Parodie auf dieses typische Alpha-Gehabe ist von so vielen von diesen Opfern, diesen absoluten Internet-Alpha-Mann-Opfern, dann weiß ich auch nicht. Was, also mal ganz kurz, wenn wir dieses Thema kurz anschneiden, muss ich wirklich sagen, was sind das denn? Wir haben es ja bei 13 Fragen gesehen, ne? Dieser Dude, der da dabei war, dieser Andrew Tate-Fan. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, oder? Falls nicht, gönnt euch der gern mal diese 13-Fragen-Geschichte zur toxischen Männlichkeit. Am besten noch mit einer Reaction von zum Beispiel Stay dazu, damit ihr das Ganze... Der hilft wirklich so ein bisschen beim Einordnen. Und lasst das mal auf euch wirken, was das für eine dumme Kacke ist, die diese Leute davon... Die er, vor allem er, dieser Typ, ihr werdet wissen, wen ich meine, wenn ihr guckt, von sich gibt. Und davon gibt es ja Tausende. Ich hoffe, dass sie das in dem Song so ein bisschen kritisieren. Ich hoffe es wirklich. Und mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Mal gucken, worum es geht. Klingt ein bisschen wie mein Erinnerungswecker. iPhone. Lay, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, dem Wecker nachgefunden von iPhone. Alpha-Mann, du kannst alles. Alpha-Mann, außer schlafen. Alpha-Mann, du kannst alles. Alpha-Mann. Ja, echte Männer arbeiten die ganze Zeit und stehen morgens um 4 Uhr auf. Free Spirit, Hustle-Kultur. Kultur. Alpha-Mann, du hast eine Kühltür, ich habe Kühltür. Außer schlafen, verdammt. Schlaf. Alpha-Mann, schlaf. Ich streiche sanft dein Haartransplantat. Fotoshoot ist vorbei, keine Kamera an. Ey, du brauchst nicht mehr deine Arme anspannen. Alpha-Mann, du hast jede Liegestütz. Ich lieb's, Alter. Die nehmen ja nicht mal dieses Thema ernst, Alter. Der Song ist ja auch komplett dumm. So von Anfang bis Ende. Der Sound ist dumm. Der Song ist dumm. Okay, also das Drumset ist geil so. Aber sonst... Auch die Melodie und so, es ist ja nichts ausproduziert, das ist ja alles nur dumm und dämlich und ich lieb's. Weil mehr Respekt haben so Leute auch einfach nicht verdient. Geschafft, alle Handen gehoben, trotzdem fühlst du dich schwach. Das ist geil. Also wirklich, ihr wisst einfach, also vielleicht klingt das ein bisschen derb, was ich hier sage, ne? Aber wenn ihr euch ein bisschen mit diesem Kosmos auseinandersetzt und wisst, was für einen Schaden da anrichtet bei Menschen, ne? Da nehme ich auch so einen Kollegen nicht raus mit seinem Buch Das ist Alpha. Oder wie ein Alpha? Weiß gar nicht mehr. Das habe ich ja damals auch als Hörbuch gehört und war so als 18-jähriger Pimpf damals noch mega überzeugt davon, habe das angewendet. Und das hatte mich auch innerhalb kürzester Zeit in einen absoluten Burnout versetzt und mir den Kopf gewaschen mit richtig ekligen Vergleichswerten mit anderen Menschen. Das hatte auch gute Punkte, muss ich dazu sagen, das Buch. Also es war jetzt nicht komplett menschenfeindlich oder so. Es war zwar frauenfeindlich an einigen Stellen und es war vor allem richtig, richtig Hustle-Kultur verherrlichend und ignorant, was dein eigenes Limit angeht, was wirklich zu großen psychischen und körperlichen Schäden führen kann. Ich habe es in Teilen auf jeden Fall gemerkt, dass ich meinen ersten Burnout eben dadurch bekommen habe. Insgesamt muss man wirklich sagen, dass dieses Buch oder generell diese ganze Kultur eben aus diesen Gründen sehr gefährlich ist. Es ist super, wenn du an dir arbeitest, an dir, an deiner Person, dich verbessern willst oder besser gesagt einfach für dich und dein Umfeld ein gesünderes, angenehmeres Leben schaffen willst, was ja durchaus mit Arbeit an dir selber möglich ist. Wir hatten es ja vorhin über Angst und so weiter.
was auch eine Möglichkeit davon ist, weil sowohl du als auch dein Umfeld profitieren davon, wenn du weniger Angst entwickelst oder mehr Urvertrauen entwickelst, weil dann bist du weniger anfällig für Angst und für andere unangenehme Sachen wie schnelle Wutausbrüche oder so. Das ist gut, das ist wichtig. Und auch an deinen Träumen, deiner Firma, deinem Unternehmen, deinem Job oder was auch immer du gerne machst, deinem Buch, deine Songs, weißt du, dein Hasbro-Spiel, was du gerade entwirfst, an all dem zu arbeiten, daran zu glauben, daran festzuhalten, deine kreative Energie da reinzustecken, ist geil, es ist mega. Diese Hustle-Kultur hingegen und diese Alpha-Mann-Kultur, diese, ein Mann muss das Brot auf den Tisch bringen zu Hause, das Geld auf den Tisch legen, muss der alleinige Halter der Familie sein, ein Mann muss krass sein, muss sich sportlich betätigen und diesem einen Schönheitsideal entsprechen. Und 24/7 hustlen die ganze Zeit. Das klingt schon wie Karl S., ne? Es geht schon genau in die Richtung. Wahrscheinlich fallen mir bald die Haare aus, wenn ich so weitermache. Das ist so toxisch und so schlimm. Und ich hoffe, dass ihr das auf jeden Fall auch durchschaut habt. Arbeitet an euch, das ist wichtig, weil das auch viel zu einem erfüllten Leben beiträgt. Aber alles, was in diese Richtung schlägt, sperrt da bitte auf jeden Fall die Antennen auf. Achtet auf die Red Flags, auf die Alarmsignale, wenn solche Menschen euch so eine Scheiße erzählen und habt dabei die ganze Zeit diesen Song auf dem Ohr. War mehr als Witzfiguren, wie zum Beispiel KLS, muss man so sagen, sind es einfach nicht. Alle Handeln gehoben, trotzdem fühlst du dich schwach. Im Spiegel fixiert dich ein kritischer Blick, Alpha Mann. Warum liebst du dich nicht? Alpha Mann, du kannst alles. Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann, außer schlafen. Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann, du kannst alles. Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann, außer schlafen. Verdammt, Alpha Mann, sie liebt dich einfach nicht mehr. Und das liegt nicht an ein paar Zentimeter. Alpha Mann, sei nicht so hart zu dir. Atme aus, atme ein, wenn's mal nicht funktioniert. Alpha Mann, atme ein, Alpha Mann, atme aus, Alpha Mann, 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 wir sind alles, was du brauchst. Konzentrier dich auf den Klang meiner Stimme und entspann, dann bist du bald wieder der alte Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann. Dass es quasi so ein Mantra ist, so ein Meditationsmantra, dieser Song, für eben solche Alpha-Männer, um ihr konstruiertes, schreckliches Weltbild irgendwie aufrechtzuerhalten. Wunderbar. Der Song ist. Ja, es ist Zynismus auf hohem Niveau, was aber hier in dem Punkt als Waffe eingesetzt wird gegen Dummheit und zerstörerischem Verhalten auf hohem Niveau. Du kannst alles, Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann, außer schlafen, Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann, du kannst alles, Alpha Mann, Alpha Mann, Alpha Mann, außer schlafen, verdammt. Finde ich aber geil, dass das so kindlich klingt, weil das diese dämliche, konstruierte, an Logik absolut fehlende Welt komplett in den Dreck zieht. Als wäre diese ganze Welt von diesen Alphas so eine richtig psychotische, fernab von der Realität existierende Kindheitsscheinwelt, die natürlich nicht funktioniert und deine Psyche komplett fickt. Aber dieser Song versucht natürlich so diesen Loop weiter drehen zu lassen. Fantastisch. Absolut lächerlicher Song und deswegen absolut Weltklasse. Vielen Dank, Michael Schumacher. Das kann nur dark werden. Wir kennen das Schicksal von Michael Schumacher, es kann nur düster werden. Dieser Song ist für alle kleinen Jungs und alle kleinen Mädels. Ich wünsche euch ein Vorbild, wie ich es hatte. Dieser Beat ist verrückt, Joe. Ein Gentleman, sportlich fair, Familienmensch und Rekordhalter. Von der Bassline erinnert es mich direkt an Ballermann. Weil es halt diese, okay, man muss sagen, okay, es ist so, die Bassline ist ja wirklich einfach nur also vier Akkorde und bei jedem dieser Zählzeiten spielt der Bass nur einen Ton und wechselt die ganze Zeit zwischen der tieferen und der höheren Oktave, es ist aber derselbe Ton und dann kommt dieser Sound bei raus. Bei Wallermann ist das jetzt so, das spielt man dann nämlich relativ oft und auch bei Schlager. Und je nachdem, wie hart es pumpen soll, filtert die Kickdrum immer den ersten Anschlag weg. Dass es dann quasi dieses diesen Sound hat die ganze Zeit. Und hier ist es nicht ganz so drastisch, aber es geht schon in die Richtung. Dieser Beat ist verrückt, Joe. Ein Gentleman. Hat aber noch was Funkiges. Sportlich fair. Familienmann
bin schon Rekordhalter. Ja, da geht es in Richtung Funk auch. Kunden um den Nürnburgring. Was schnell wie der Wind. Eine Legende im Motorsport. War es ein Unfall oder war es Mord? Mit 1000 PS, mit deinem Porsche ins Licht. Ich gucke nach oben, die Wolken formen dein Gesicht. Du hast Freiheit gelebt. Deutschland geeint. Samstagabend gucken wir Formel 1. Die Sternschnuppe dort, das ist kein Feuerball. Nein, das ist unser Michi in seinem roten Pfeil, yeah. Vielen Dank, Michael Schumacher. Vielen Dank, Michael Schumacher. Ich hab einen Freund gebraucht und du warst da. Was ist das? Vielen Dank, Michael Schumacher. Dieser Song entzieht sich komplett meinem Wahrnehmungs- und Fassungsvermögen. Wir gedenken deinen Namen. Ach, die Transition, das ist so gottlos, das ist so gottlos. Du stehst für Deutschland wie ein Schweinebraten. Im Himmel gibt's einen Ort, wo nur Deutsche wohnen. Die weiße Antwort auf Michael Jordan. Oh, was tun sie da? Oh. Die weiße Antwort auf Michael Jordan, Alter. Die haben sich doch ohne Witz so viel von diesem weiße Familie Ü60 mit rechtem, hardcore-rechtem Gedankengut. Die haben sich auch so viel von diesem Sprech anhören müssen, um so einen Song zu machen. Kannst du doch nicht bringen, Alter. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob Michael Schumacher und die Formel 1 so eine Symbolfigur dafür sind, aber ich meine, wenn Kai jetzt halt einen Song darüber macht, da bin ich halt selber nicht informiert. Ich muss aber jetzt selber nochmal gucken. Schumacher. Selber mal schauen. 55 Jahre, ist ein ehemaliger deutscher Automobilfahrer. Da ist er irgendwann, hat er ja einen Unfall und ist daraufhin behindert gewesen. Sagt man das so? Er ist auf jeden Fall mittlerweile körperlich beeinträchtigt. Aber, ich meine, er ist ja, 1,74, der ist so groß wie ich. Okay, ich bin 1,76, ich bin sogar ein kleines bisschen größer. Da kann der kleine Mann sich auch mal freuen. Aber er lebt noch, ne? Nicht so wie in dem Song, dass hier, ich dachte jetzt schon, hä, ist mir was entgangen, ist er dead? Naja, anscheinend nicht. Tja, ich habe keine Ahnung, was dieser Song soll, außer vielleicht so diese typischen, fanatischen, konservativen Fanstimmen von Formel 1 zu kritisieren, sehe ich jetzt nicht so, ich finde vielleicht höchstens bei Formel 1 kritikfähig, dass die so intolerant sind, was die Formel E angeht, was ja eigentlich die Zukunft ist, wenn ihr mich fragt, aber ansonsten weirder Song mit gottlosen Zeilen da drauf. Wir kriegen dich in unsere Gebete, nun bist du da oben mit Wagner und Goethe. Übertreibt doch noch mehr. Was ist los? Auch der Gesang, der komplette Kontext, weißt du? Es klingt ja wie so eine richtige Schlagernummer mit so ein bisschen Funk-Elementen und er selber singt da in einer absolut tiefen Bruststimme. Das Autotune tut schon, was es kann, um da irgendwie hinterherzukommen. Und der Text ist so gottlos, Alter, so gottlos. 270 und sippe mein Bier. Die 10 Punkte in Flensburg, die widme ich dir. Corinna und du, waren Krieger des Lichts. Ihr gabt uns den Glauben an die Liebe zurück. Ein Vater, ein Held, ein Sexsymbol. Formel 1 ist eine Religion, ja. Vielen Dank, mich. Gibt es diese Bubble wirklich? Also die gibt's im Fußball ja noch und nöcher, aber hier auch? Michael Schumacher, vielen Dank, Michael Schumacher. Ich hab einen Freund gebraucht und du warst da. Vielen Dank, Michael Schumacher. Schumacher, yeah. Vielen Dank, Michael Schumacher.
Gottlos ist ein zu wenig gottloses Wort, um diesen Song zu beschreiben. Deswegen steppen wir direkt weiter rein in Wahrheit. Sagen Sie uns, sagt KZ uns endlich mal die Wahrheit, was hier abgeht. Gar nichts mehr sagen, man darf nichts mehr ansprechen. Sie wollen uns alles verbieten, man darf den Mund nicht mehr öffnen. Ebenso ist es nämlich. Ist Schweigen. Die Wahrheit brennt auf der Zunge, doch ich werde gar nichts mehr sagen, sonst bin ich wieder der Dumme. Eben ist halt einfach so, du darfst dein dummes, rechtes, faschistisches Gedankengut nicht mehr einfach so in die Welt blasen. Hä? Plötzlich darfst du keine Minorities mehr beleidigen? So, du darfst nicht mehr hier, so als N-Wort darf man auch nicht mehr sagen plötzlich. Das ist halt schade, so früher durftest du das alles noch sagen und es hat auch niemanden verletzt. Also, ich habe auch Freunde mit anderer Hautfarbe und wenn ich die rassistisch beleidigt habe, haben die immer gelacht. Die fanden es witzig so. Also, die haben sich bestimmt nicht darüber geärgert. Aber weh, ihr nennt mich einen alten weißen Mann oder so, einen weißen Cis-Mann, weil das verletzt mich. Irgendwann mache ich meinen Mund auf, dann werde ich euch was erzählen, was Schweigen Ohren betäubt. Politik und den Medien, es wird die Wahrheit verschwiegen. Ich bin ein ehrlicher Hau, ich rede wie mir der Schnabel gewachsen ist, das rate ich dir auch. Ist das dieser Dude aus dem Land, was so groß wie eine Stadt, aus den Niederlanden, ist das der? Nee, das ist ein anderer. Ich dachte, das wäre dieser, der so sagt, guten Tag, sprechen Sie Deutsch, Bitch? Aber das ist er anscheinend nicht. Ach, der war bei VIP in der Psychiatrie, war der mit drin. Ist irgendwo, erkenne ich den. Da haben wir übrigens das Zusammenarbeiten von Kick und Bass genauso, wie ich gemeint habe. Aber hier ist es noch härter als bei Ballermann. Hier ist es wirklich komplett am Ausrasten. Also komplett der Bass, die 808, nennst wie du willst, die hasst gefühlt einfach nur jede Existenz innerhalb des Soundspektrums und mäht alles weg, was sie sieht. Dann noch den ehrenlosesten Party-Synth aller Zeiten, irgendeine Super-Saw, nee, es ist keine Super-Saw, irgendein anderer Synth, der spielt so ein Wup, Wup, Wup die ganze Zeit. Drums, also Snare und Hi-Hats auch richtig, richtig, richtig am Abgehen. Und wie Stunner, Stunner? 666, so, keine Ahnung, sorry, ich weiß nicht mehr, wie man ihn ausspricht, wie er darüber rasiert mit dem Schreien und dann auch der unfassbaren Distortion auf der Stimme. Hey, Junge, hab ich nicht erwartet, aber dieser Spirit ist anders. Komm direkt in die Playlist. Ich nehm kein Blatt vor dem Mund. Bruder, ich bleibe ich selbst. Lass mir kein Bären aufbinden, hab meine eigenen Quellen. Viel, das ich sagen möchte, doch besser ich halt die Fresse, ey, ihr wisst. Ich kann euch sehr dieses YouTube-Video empfehlen übrigens, wenn wir es jetzt gerade von dem Thema haben. Das heißt, ich war mal ein Querdenker. Hier, ich war mal Querdenker. Hat nur 11.000 Aufrufe. Geht eine Stunde 14, ist ohne Bild. Deswegen gönnt euch das mal als Podcast. Wirklich. Und wenn nur 10 Leute von mir rübergehen, dann ist das schon wichtig. Dieser Mann war wirklich mal Querdenker, obviously, so wie der Titel es sagt. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Und der Grund, wieso er entzaubert wurde, ist auch sehr verständlich, wenn man das Video gesehen hat. Er wurde da quasi nämlich aus dieser Querdenker-Bubble irgendwann rausgegrenzt und wurde deswegen quasi zwangsentmystifiziert. Und er erklärt wirklich, wie du da reinrutschst, wie du dich entwickelst, wie die Strukturen sind bei Querdenkern. Und es ist sehr gut, um zu verstehen, wie diese ganze Schwurbel-Scheiße funktioniert. Und oft ist dieses, guckt euch an, ich war mal Querdenker, wirklich, gute Empfehlung. Und oft ist diese Schwurbel-Scheiße ja oft gepaart, hoppala, mit diesem rechten Pöbler-Gedankengut. Nach dem Motto, ich darf gar nichts mehr sagen, weil heutzutage darf man ja eh nichts mehr. Dieser ganze Bullshit, dieser zurechtgeredete, dumme, pseudo-betroffene Bullshit. So, das paart sich dann oft. Und dann hast du Schwurbler-Manifeste kombiniert mit rechtem Gepöbel. Was ich übrigens selbst aus besagtem Bekanntenkreis und leider auch Familienkreis auch kenne, dieses Gespräch. Da möchte man am liebsten seinen Kopf nehmen und zu diesem Beat genüsslich, richtig genüsslich gegen die Hartsteinmauer rammen.
ist nicht mal die Hälfte. Nichts davon steht in der Presse. Vor der Tür Polizisten, weil ich tu zu viel wisse. Ich sag... so geredet. Vor der Tür Polizisten, denn ich tu zu viel wissen. Ich lieb die Jungs. Polizisten, weil ich tu zu viel wisse. Ich sag keinen Namen, doch ihr wisst, wen ich meine. Gegen Merkel! Wir wollen die Wahrheit! Rügen! Du tust jetzt erstmal den Akku vom Handy hier in die Kiste. Ey, ich hätte mich auch betroffen gefühlt, wenn Nico nicht mit dieser Stimme eingesetzt wäre. Denn sonst stehen wir beide gleich mal bei denen da auf ihre Liste. Kalt die Füße still, ich will mir nie die Finger verbrennen. Guck in mein Status auf WhatsApp und du wirst Dinge erkennen. Oder auf N24 und gieß mal zwischen die Zeilen. Ich trage lieber einen Maulkorb, dann schläfern die mir nur ein. Wie lange kennst du Mikey schon? Ich glaub, wir haben hier ein Leck. Ich hab Kontakte nach... Ich lieb seine Artikulation. Du weißt nämlich nie, wie er gleich reagiert. Gerade ist er noch intoniert und auf einmal kommt so ein richtiger Ausraster. Ich glaube, wir haben hier ein Leck. Und denkst jetzt zuhöre so, was, Bruder? Es ist einfach Unterhaltung, ist einfach Bombe. Und ich glaube, wir haben hier ein Leck. Ich hab Kontakte nach Malle. Ich sag dir, ich bin bald weg. Das ist die... Ich schwöre, wenn mir noch einmal jemand erzählt, dass wir keinen Nationalstolz mehr haben dürfen oder dass man das und das und das nicht mehr sagen kann, also irgend so eine menschenverachtende Scheiße, dann nehme ich einfach diesen Song, dreh den auf 11G vor deren Haus und spiele das mit einer 5000-Watt-Anlage ab. Europäisches Mädchen ist der nächste Song. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder was, also wieder sehr in Richtung nationales Interesse geht und sich das vielleicht an die Länder adressiert, die endlich bei Europa rein wollen, aber nicht dürfen. Es könnte sich aber auch auf die Flüchtlingskrise beziehen, so nach dem Motto, weil ja viele europäische Länder abschieben wollen und vielleicht dieses Bild von einem europäischen Mädchen jetzt gezeichnet wird, um diese Intoleranz und diese Angst so ein bisschen zu zeichnen, beziehungsweise auch dieses Rückbesinnung auf Nationales. Aber hören wir mal rein, ich kann mich auch komplett irren. Europäisches Mädchen, schau mich nicht so an. Natürlich, diese wunderschönen Klänge von einem Wald im Hintergrund. Also klingt wieder nach tropischer Insel mit Waldstück. Am Abend, er spielt auf einer Gitarre. Erst gedacht, ob es eine Ukulele ist, aber nee, hat schon den kräftigen Klang von der Gitarre. Und augenzwinkernder Sound. Mal gucken, was es für eine Liebesstory wird. Lass deine Finger bei dir, na na na. Der europäische Vino steigert mein Verlangen. Und wir singen zusammen, la la la. Rechts oben der Russe und unten das Meer. In der Mitte die Berge, da kommst du her. Dein exotischer Tanz hat mein Feuer entfacht. Ich werd sie niemals vergessen, die europäische Nacht. Europäisches Mädchen nicht. Hä, das ist von der Melodie voll geil ausgearbeitet. Voll rund, das gefällt mir. Ich liebe dein. Und das, obwohl Nico jetzt gar nicht mal so sehr als Sänger bekannt ist, aber da ist jetzt auch nicht wirklich Autotune drauf und so. Mädchen, ich liebe deinen Akzent. Sag es nochmal. Bla bla bla. Die 12 goldenen Sterne am Firmament. Nur für uns. La la la. Rechts oben der Russe und unten das Meer, in der Mitte die Berge, da kommst du her, dein exotischer Tanz. Mag auch die Blues-Akkorde da drin, ist voll schön.
hat mein Feuer entfacht. Die Frau darf niemals erfahren von der europäischen Nacht. Noch schön Freude schöner Götterpunkten nachgepfiffen. Wunderbar. Voll geil. Hat er auch, also hat er live gespielt so. Also hat er komplett durchgemacht und dann wurde auch er mit der Gitarre aufgenommen. Mensch, der Nico hat Seiten an sich, die würde ich dem gar nicht zutrauen. Einmal grüllt er rum wie der größte Asi, dann ist er auf einmal so der charmante Schwiegersohn und plötzlich ist er der augenzwinkernde Charmeur. Das ist wirklich ein tausender Sahne, Mann, mit tausend Gesichtern. Yeah, yeah. Ja, yeah, ja, yeah. Cherie, es ist Zeit, wir waren den ganzen Tag nackt, ey. Nimm dein schönstes Kleid, wir fahren in die Stadt. Keine Gest. Ehrenlos viel Autotune drauf, mehr als eigentlich sein müsste. Lieb ich ja, wenn die damit so rumspielen und uns, also krass übertreiben. Also, ich meine, du lässt nicht einfach so dieses Intonieren am Anfang drinne und drehst das Autotune so auf, wenn du es nicht willst. Ich find's schon sehr auffällig. Also, wir gehen auf ein Rap-Konzert, letzter Song, gib ihm. Das war keine Vernissage, nein, heute machen wir was zum ersten Mal. Komm, wir schauen ein Rap-Konzert, lauschen wildem Sprechgesang. Wir, die Adlibs sind so geil. Oh, Hip-Hop. Wir gehen auf ein Rap-Konzert und sehen uns all die Männer an. Hier kann man Männer in freier Wildbahn treffen. Es riecht nach Schweiz und großen Zigaretten. Maskuline Energie, den Mann da oben, den ein Mann MC. Ein Schrein in mir, ein Streit eskaliert. Zwischen zwei Ganggrößen, Schatz, wir müssen weg von hier. Messerstiche, alles geht so schnell. Blut auf meinem Christian Puel. Komm, wir schauen ein Rap-Konzert. Wieso nehmen die denn so einen Kirsten-Song als Abschluss? Also die Harmonien sind absolut räudig. Der Mix ist interessant, Beat ist ganz cool, aber da kommt so kein Drive zustande. Und genau diesen abgeranzten Soundcharakter, den scheint dieser Song auch komplett fahren zu wollen. Also ist auch wieder mal alles absolut gewollt. Ist natürlich Geschmackssache, aber was ist denn das für ein Thema? Also da ist ein Typ mit seiner Freundin, die wollen auf ein Rap-Konzert, weil da sind die mannmäßigen Männer unterwegs. Und beim Gewaltakt hat er es anscheinend voll abbekommen. Ocean wildem Sprechgesang. Wir gehen auf ein Rap-Konzert und sehen uns all die Männer an. Freunde, lasst mich euch berichten von exotischen Klängen und derben Sitten von Rebellen wie ich kenne es. Das ist so ein POV, volksferner, dekadenter, reicher Sack oder alter Mensch oder irgendwie sowas in der Richtung, der mit dieser Materie nichts zu tun hat und sich da mal denkt, ui, Ulrike, wir gehen mal zusammen auf eins dieser völkischen Rap-Sprechgesangsartisten-Nummern da. Ich habe gehört, dort soll das raue, gemeine Fußvolk unterwegs sein. Baudelaire und Rambo, wer möchte noch ein Glas vom Pinot? Diese Grenzerfahrung hat mich vitalisiert. Was ist, François? Du wirkst irritiert. Das ist geil. Weil ich denke mir halt, vielleicht ist das wirklich mal so. Bist du auf einem Konzert und da stehen so 2, 3, 4 piekfeine Leute, die so komplett aus der Crowd rausstechen und du fragst dich, was sind das für Gestalten? Eben jene. Ich weiß nicht, ob das wirklich mal passiert ist. Ich hab's doch nicht gesehen, aber funny. Gewalttätige Sprache gab's auch schon in der Bibel. Komm, wir schreiben einen Artikel fürs Verdorn mit dem Titel. Wir waren auf einem Rap-Konzert, lauscht im wildem Sprechgesang. Wir waren auf einem Rap-Konzert und sahen uns all die Männer an. Ja, ja, François, du hast recht, es ist kritikabel, was diese Künstler von sich geben. Gerade was die Geschlechterrolle. Oh ja, das Ressentiment eines Kunstkritikers. Ist das hier, gab's das irgendwann mal? Wir waren auf einem Rap-Konzert, da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Gibt es hier irgendwas bei News? Schade, finde ich leider nichts. Schade. Aber ob das wirklich so war? Also ich könnte es mir ja fast vorstellen. Ja, funny.
Wieder Thema, es war wieder Gold. Oder sogenannte Israel-Kritik betrifft. Aber fällt dir nicht der inhärente Widerspruch auf? Wunderschönes Piano übrigens an der Stelle, spielt tolle Arpeggios mit einer richtig schönen Artikulation. Mal ein bisschen kulturelle Feinheit zu der Wein- und Käsestunde. Sogenannte Israel-Kritik betrifft. Aber fällt dir nicht der inhärente Widerspruch auf, dass du bei deinem... Mon Coeur, ich habe das Gefühl, hier wird ein Akzent an den Mann gebracht. Plötzlich entdeckte Liebe zur antirassistischen, antisexistischen Kampf ausgerechnet diejenigen ausschließt, die bereits von Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft gestraft sind. Es sind doch die Zustände, die uns empören sollten. Das Elend, la misère. Das Elend ist der Skandal und nicht das Verhalten der Elendigen, François. Haben Sie es auch mal gerafft am Ende? Haben Sie es wenigstens mal verstanden? Inhärente Widerspruch aufgeben. Gerade was die Geschlechterrollen oder... sogenannte Israel-Kritik betrifft. Aber fällt dir nicht der inhärente Widerspruch auf, dass du bei deinem plötzlich entdeckten Liebe zur antirassistischen, antisexistischen Kampf ausgerechnet diejenigen ausschließt, die bereits von Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft gestraft sind? Wieso, wer wird da jetzt ausgeschlossen? Von wem? Von den Rappern, Leute? Oder werden eher die Interpreten ausgeschlossen? Das habe ich nicht verstanden, wie er es meint, aber an sich verstehe ich es ja so, das, warte, wie er es hier ausführt. Das Elend ist der Skandal und nicht das Verhalten der Elendigen. Genau, das würde ich ja so verstehen. François, muss auch verstehen so, dass hier das, nicht die Rapper an sich das Problem sind, sondern die ja nur aufzeigen, was es für Missstände gibt. So hätte ich das jetzt gesagt. Das ist aber nicht ganz die Pointe, die er, glaube ich, machen wollte. Scheiß drauf. Gilt, was ich gesagt habe. Okay, okay, das war KIZ und der Anschlag auf die U8. Was kann man dazu sagen? Was kann man dazu sagen? Also ich finde persönlich, das war ein Album, was durchaus die Comedy getroffen hat, die ich auf jeden Fall gefühlt und gefeiert habe. Die Journalisten schließen die Rapper aus und deren Fans. Ach so, okay. Ja, okay, das kann natürlich sehr gut sein. Gut auf jeden Fall. Freut mich, dass du noch in den Stream reingeschaut hast. Besser spät als nie, aber genau, ich schneide dann auf jeden Fall noch die Wiederholung. Die könnt ihr euch dann alle genüsslich anschauen. Jo, das war es auf jeden Fall damit. Ich finde, das Comedy war Gold an den Stellen, wo es richtig gekommen ist. Ich fand, Soundbild war an vielen Stellen sehr experimentell. Teilweise wurde nicht so stark auf Qualität geachtet oder sogar bewusst verachtet, um einen gewissen Vibe zu transportieren, was mir sehr gefallen hat, weil es im Kontrast zu dem glattpolierten und soundtechnisch sehr linear wirkenden anderen Album, was von KIZ rausgekommen ist, sehr gegenspielig wirkt und sehr, sehr fresh ist. So, es ist kein Album, was eine riesen Messlatte hat, was Soundqualität hat, auch wenn es qualitativ auch ein paar gute Songs hat. Also vom Mix meine ich jetzt. Aber es ist ein Album, was vor allem auf Witz, Humor, einzigartige Ideen und Einfallsreichtum setzt. Ist mega geil. Es hat halt so dieses Gefühl von geil, das kannte ich noch nicht, oder cool, dieses Thema wurde auch nochmal interessant verpackt. Hier ist ein bisschen Witz, da ist ein bisschen was Spannendes. Auf jeden Fall eins mit einem richtigen Wiederhörfaktor. Alles klar? Dann denke ich, bin ich fertig damit, Loblieder auf eine Band zu singen, die sowieso schon 2,5 Millionen monatliche Hörer haben. Ich feier's, ich werde es mir wahrscheinlich demnächst noch öfter geben. Guck mal, das sind jetzt so die Songs, die ich schon mal reingepackt habe, hier in meine in meine Lieblingssongs-Playlist. Kann man sich hier das nochmal anschauen. Genau. Die werden also bei mir öfter im Auto und so im Loop laufen noch, die pumpen ja auch alle richtig doll. Kann ich vielleicht nochmal gerade im Kontrast dazu bei KIZ im Görlitzer Park, was habe ich hier? Ah, da habe ich noch gar nichts reingemacht. Ich habe dieses Album tatsächlich seit der Reaction nicht mehr gehört, weil ich dann so sehr mit Eminem-Pumpen beschäftigt war. Das heißt, ja, Görlitzer Park fand ich vom Soundbild nicht so, dass ich es öfter pumpen möchte. Sommer meines Lebens, ja, und das wird jetzt sehr monoton. Ja. Meine Damen und Herren, so sieht ein Banger-Album aus. Zeigt auch nochmal, dass alle Songs hier wirklich auch dafür gemacht sind, dass man die pumpen kann, oft hören kann, dass die so richtig auf einen wirken können. Während es hier für mich zumindest wiederum so ist, manche sind Comedy, manche hört man nur im Kontext des Albums, weil die da funny sind, aber manche, auch hier packe ich auch direkt in meine Playlist. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen.
Und dann sage ich, wir sehen, hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Schreibt einen Kommentar. Ciao.